Und jetzt spring mal sehr spitz. Spring mal sehr spitz. Und jetzt spring mal wie ein faules Pferd. Wie spring da? Genau. Und du machst so. Ja, aber es muss sehr gut. Spring mal. Genau. Spring mal nochmal. Ja. Sehr gut. Ja, genau. So spielen. Brauchen wir den Sound, ja, ganz wichtig dabei. Ein Crescendo machen. Guck mal. Ja, das Pferd klettert nach oben. Du musst sagen, es wird immer höher. Das Pferd geht immer höher. Okay? Nochmal. Jetzt geht es nach unten. Decrescendo, aber staccatissimo schon. Anhang gut, aber trotzdem kurz cool bleiben. Ja? Nochmal. Das Pferd nicht mehr. Stell dir vor, du hast ein Bild, guck mal, du siehst einen Film, ja? Und das Pferd ist einfach verschwunden. Man sieht nichts mehr, ja? Wenn du das Stück spielst, welche Farbe ist es für dich? Stellst du dir auch eine Farbe vor? Welche Farbe ist das für dich? Welche Farbe ist das für dich? Oder so eine Farbe, so eine Farbe oder so eine Farbe wie du anders. Oder so eine Farbe. Oder das. Genau, ist ein bisschen dunkler die Farbe, ne? Nee, das ist ein bisschen zu happy. Ja, ein bisschen so dunkler, ne? Super. Ja, genau. Gut, Anamika, sehr, sehr schön. Jetzt einmal linke Hand. Zwei, drei. Jetzt du. Ganz auch sehr kurz. Linke Hand. Gut, hinsetzen. Ganz wichtig, Schultern immer entspannen. Nicht so spielen. Ja, so spielen. Okay, nochmal. 5, 3. Spielen. Schau, du hast ein bisschen so gut. Das muss aber zusammen, ja? Nochmal. Schau mal. Anamika, spiel so. Das muss so sein. Ich muss Angst bekommen, es ist ein Wuff, ein Bellen von einem Hund. Ja, ich muss Angst bekommen. Ja. Und jetzt, guck mal, jetzt kommt das. Genau, Anamika, schau mal. Das war, guck mal. Wuff, weg kurz. Wuff. Und jetzt. Wuff, geschnappt. Ja, jetzt so. Schnappen. Also Anna, der Hund hat mich gebissen, ja? Sehr stark, sehr dünn der Ton, sehr spitz, sehr spitz, sehr frech. Leise und spitz.
mit der linken Hand. Ja? Also auch zu Hause bitte nur auch mal separate to practice. Anand, nochmal. 2, 3. Jetzt zusammen. Und. Nochmal von vorne. Ja, und. Runde Finger. Gerade sitzen. Stopp, stopp. Alle Töne. Bekommst du Angst, wenn du so spielst? Das ist ein Babyhund. Ich brauche einen Hund, der, wo ich ein bisschen Angst bekomme. 1, 2, 3. Gut. 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Super, Namika. Das war die erste Phrase. Sehr schön. Und jetzt noch einmal. Mach mal. Guck mal deine Hand. Guck mal die linke Hand. So spät. Sehr gut. Ja? Von vorne. Nochmal. Kannst du noch spitzer spielen? Sehr spitz. Super. Super. Und hier. Und die müssen. Mit 2-1, genau, ohne Finger. Nochmal. 1-2. Dritter in der Mitte, okay? Nochmal, guck mal. 1-2. Und der letzte, 5-3-1. Gut, nochmal. Klingt das laut bei dir oder ist es noch spitz? Wie findest du dein Spiel gerade? Hat es dir gefallen, Anandika? Was hat dir gefehlt? Muss es lauter sein? Muss es leiser sein? Muss ich Angst bekommen? Was wäre für dich schön? Feeling? Ja. Anandika? Oder war das laut oder muss es leise sein? Okay, du hast ein bisschen zu laut gespielt. Ganz spitz. Das ist das Pferd weg. Das ist toll, aber mit richtigen Fingern setzen. Toll, das ist super. Super. Weiter. Und jetzt machen wir weiter. Noch spitz. Spitz bleiben. Hast du davor alle Töne gehört oder nicht? Genau, also du weißt es selbst. Nicht schummeln zu Hause, ja? Du hast zu Hause ein tolles Klavier, also mach das besser als dies, ja? Und jetzt weiter. 1, 2, wie bitte? Was ist schummeln? Schummeln bedeutet Schummeln. Wenn wir ein Spiel spielen und ich sag so, ich habe eine 3 gewürfelt, ich habe eine 6 gewürfelt. Verstehst du, was wir da? Cheating? Ja. Ja. Genau. Gut. Sehr gut. Also zu Hause immer ehrlich sein, ja? Okay. Prima. Jetzt einmal die rechte Hand, dann machen wir ein anderes Stück. Ja, Kalorien. Gut, und jetzt machen wir die rechte Hand. 1, 2, fröhlich, aber sehr spitz. 1, 2, 3, 1, 2. Nur die rechte Hand.
dazu. Sehr staccatissimo. Ich höre den fünften Finger nicht. Fünfter Finger rund. Spiel mal nur fünfter alleine. Und jetzt zusammen. Super, nochmal. Und jetzt. Decrescendo. Super, nochmal. Nochmal, gut. Siehst du, du hast das selbst. Toll. Super, nochmal. Super. Das bitte zunächst mal genauso üben, Amika. Ja, alles, was wir heute besprochen haben, gerne mit dem Video zusammen üben, okay?